Hallo Jena, eine Woche in zwei Teilen diesmal, wenn man so will, geteilt durch den 1. Mai. Ich beginne trotzdem schon vergangenen Freitag. Das ist immer so, wenn wir früh die Freitagsbotschaft drehen und danach kommt noch was. Letzten Freitag hat hier in Jena eine große Tagung stattgefunden an der Ernst-Abbe-Hochschule, die Gastgeber war. Die DGSA, die Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit, hat sich hier zu ihrer Jahrestagung getroffen. Die machen das alle 2 Jahre. Wegen Corona war das zweimal ausgefallen, sodass sie jetzt 5 Jahre sich nicht gesehen hatten. Und insofern war das großes Hallo hier, das Zusammenkommen in Jena. Ich glaube, das war vorher in den frühen Nullerjahren schon mal hier in Jena gewesen, jetzt zum zweiten Mal und richtig groß. Also eine Tagung, die in der Aula der Ernst-Abbe-Hochschule nicht genug Platz hatte, das noch in den Hörsaal übertragen werden musste per Video. Das war wirklich richtig groß. Und bei solchen Tagungen lernt man ja dann manchmal, wenn man zu Beginn und vielleicht noch 1, 2 Vorträge hört, ein paar Dinge auch über die eigene Stadt, die einem so vorher gar nicht bekannt waren. Ich wusste zum Beispiel vorher nicht, dass die Wirtschaftswoche im letzten Jahr 2023 ein Städteranking gemacht hat unter 71 Großstädten in Deutschland und dass die Stadt Jena da im Segment Soziales und Nachhaltigkeit Platz 1 gewesen ist. War mir vorher nicht klar, nicht bekannt, aber sowas erfährt man dann vielleicht im Zuge solcher Tagungen auch mal. Und das liegt vor allem daran, wenn man sich diesen Index mal ein bisschen runterbricht, dass wir eine sehr niedrige Quote von Schulabbrechern haben, also Abgänger, Schulabgänger ohne Abschluss, dass bei uns die Beschäftigungsrate von Frauen sehr hoch ist im Vergleich zu anderen Städten und dass wir auch beim Zukunftsthema Altersarmut sehr stark aufgestellt sind. Also nicht, dass wir viel Altersarmut haben, sondern dass wir viel dagegen tun. Und das führt in Summe dann dazu, dass wir bei diesem Index so gut gerankt sind. Gibt andere Dinge, die jetzt bei der Tagung nicht so die zentrale Rolle gespielt haben, aber das wissen Sie sicherlich auch, dass vor, ich glaube, 2 Jahren das ZDF mal eine Studie gemacht hat, in der wir als die seniorenfreundlichste Stadt Deutschlands gerankt worden sind. Sind so Dinge, die man vor Ort oft gar nicht so weiß, die man dann von außen mal erzählt kriegt. Also große Veranstaltung, ganz toll. Und die Ernst-Abbe-Hochschule hat das organisatorisch ganz wunderbar gewuppt. In der Größenordnung Tagungen zu machen, ist ja nicht ohne. Also das war wirklich ein Gewinn für die Stadt. Und wie so oft, das kann man nur jedes Mal wieder sagen, diejenigen, die vorher noch nie in Jena waren, sondern es nur aus der Ferne oder vom Vorbeifahren kannten, fahren in der Regel hier mit einem super Eindruck wieder weg, was für eine schöne Stadt das ist, was für eine junge Stadt das auch ist, wie dynamisch das hier zugeht. Also das war wieder eine schöne Gelegenheit, uns mal nach außen zu präsentieren. Am Montag dieser Woche, deutlich kleiner in der Personenzahl, aber genauso wichtig, finde ich, gab es hier ein Treffen der ja in verschiedenen größeren Städten der Republik für das Stadtmarketing zuständigen CEOs oder in welcher Funktion auch immer sie genau in ihrer Verwaltung eingeordnet sind. Carsten Müller von Jena Kultur hatte eingeladen und etwa ein Dutzend seiner Kollegen waren der Einladung gefolgt. Und das war ein sehr, sehr intensiver Austausch zu der Frage, die uns auch oft angetragen wird, insbesondere aus der Wirtschaft, aus den Personalabteilungen der Wirtschaft angetragen wird. Ja, wir wissen, dass Jena stark ist. Wir wissen, dass Jena attraktiv und lebenswert ist, aber wissen, dass auch draußen genug Menschen. Und draußen heißt jetzt nicht nur in unserem unmittelbaren Umland, sondern durchaus weit überregional bis international. Und da ist es schon so, dass wir sagen müssen, dass wir da noch Luft nach oben haben. Es gibt so ein paar Dinge, für die Jena international bekannt ist. Natürlich Zeiss. Und zwar sowohl das Unternehmen und die ganze Branche drumherum, als auch der Fußball. Aber es gibt noch nicht so etwas, was viele vergleichbar große Städte haben schon, nämlich eine echte Stadtmarke. Wir nennen uns schon lange Lichtstadt und es ist auch irgendwie plausibel, warum wir das tun. Also zum Beispiel eben, weil wir hier ein starkes Cluster mit Optik und Photonik haben, anknüpfend an Zeiss und alle Unternehmen, die in diesem Bereich unterwegs sind, seit über 150 Jahren. Dann haben wir ja die Tradition um 1800 mit den Frühromantikern, mit Hegel und Schiller, die hier gewesen sind und Jena um 1800 herum quasi zum geistigen Mekka Europas gemacht haben. War tatsächlich so, 5 Jahre davor, 5 Jahre danach, die Dekade etwa, war Jena das geistige Zentrum Europas. Und wenn man das darstellt als Le Lumière, wie die Franzosen sagen, also die aufklärerische Seite in der Geistesgeschichte, dann kann man auch hier den Bogen zur Lichtstadt spannen. Sie kennen die Argumentation vielleicht, nur was das
trotz allem immer noch nicht ist, ist eine Stadtmarke. Und wir hatten da im Februar 2020 waren wir so weit, dass wir damit gestartet wären, einen Markenbildungsprozess in Gang gesetzt über Jena Kultur und eine gebundene Agentur, die das im Verlauf von, ja, sowas dauert in der Regel 1,5 bis 2 Jahre, da muss man sich viel Zeit nehmen und auch die Menschen mitnehmen, dass man das nicht über die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt hinweg macht, sondern sie mitnimmt, hatten wir im Februar 2020, ich weiß gar nicht, 20.000 Fragebögen in der Schublade liegen, die wir versenden wollten und damit den Auftakt für diesen Markenbildungsprozess gemacht hätten. Wenn ich nun sage, Februar 2020, ahnen Sie, das war einen Monat, bevor hier die Corona-Politik greifen musste. Und dann haben wir das natürlich erstmal abgebrochen damals, weil natürlich in so einer Situation niemand den Kopf frei hat, sich über sowas Gedanken zu machen. Damit fangen wir jetzt aber wieder an. Und das Ziel ist eben, eine weit überregionale, eine internationale Sichtbarkeit für die Stadt Jena herzustellen, die sie in dem Maße jetzt noch nicht hat. Und dazu haben wir uns ausgetauscht, eben mit Kolleginnen und Kollegen von Carsten Müller, die genau mit dieser Frage Stadtmarketing in anderen größeren Städten befasst sind. Sehr, sehr spannender Austausch, sehr interessanter, auch ergebnisreicher Austausch. Ebenfalls am Montag war mal wieder ein Termin, wo es um die Pflege der Stadt-Umland-Beziehungen ging. Konkret hatte mich Matthias Kühne, der Bürgermeister von Rothenstein, eingeladen zu einer Einwohnerversammlung, die in Rothenstein stattgefunden hat, wo es um eine ganze Reihe von Themen ging. Unter anderem aber eben auch um das Thema der Entwicklung des gemeinsamen Gewerbegebietes dort und auch um das Thema, dass wir ja eine kommunale Arbeitsgemeinschaft zwischen der Stadt Jena und 16 weiteren Bürgermeistern von Gemeinden im Saale-Holzland-Kreis ins Leben gerufen haben, mit der wir uns um die Frage kümmern, wie können wir es rechtssicher ermöglichen, dass in Zukunft auch im Umland Wohnraum geschaffen werden kann, von dem klar ist, dass die Gemeinden selbst den Bedarf daran nicht haben, sondern die Stadt Jena den Bedarf hat. Also jemand, der dorthin zieht und in Jena arbeitet. Und genau zu diesen beiden Themen, zu dieser kommunalen Arbeitsgemeinschaft, habe ich dort, ich würde mal schätzen, da waren bestimmt 150 Einwohnerinnen und Einwohner da, Bescheid gegeben, was so der Zwischenstand ist und eben auch in der Frage zu dem gemeinsamen Gewerbegebiet, wo wir gerade einen Vertrag aufgesetzt haben zwischen der Stadt Jena und der Gemeinde Rothenstein, wie wir das vertraglich lösen können, dass wir als der Partner, ich will es vorsichtig formulieren, damit es nicht überheblich klingt, als der Partner, der mehr Power in der Fachverwaltung hat, um ein Bebauungsplanverfahren für so ein Gewerbegebiet tatsächlich durchziehen zu können, fachlich, und gleichzeitig aber die Entscheidungshoheit, das gemeindliche Planungsrecht eben der Gemeinde Rothenstein nicht auszuhebeln. Und wie man das miteinander verzahnt, dass wir inhaltlich zuarbeiten, aber dann die Gemeinde Rothenstein mit diesen Zuarbeiten quasi die politischen Beschlüsse im Gemeinderat von Rothenstein herbeiführen kann, das haben wir dort kurz skizziert, wie das funktionieren kann. Und ich fand, das war zu beiden Themen eine sehr, sehr angenehme Stimmung dort, sehr wohlwollendes Interesse seitens der Rothensteiner, was da gemeinsam mit der Stadt Jena in Zukunft möglich sein wird. Ein viertes Thema, da sind wir im Bereich der Kultur. Das hat am Dienstag stattgefunden, also am Vorabend des 1. Mai. Da gab es das Konzert, ich glaube inzwischen das 30. Ob 30 Mal in Jena, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine ganze Menge Tradition schon dahinter. Ein Konzert der Internationalen Jungen Orchesterakademie. Das ist ein Orchester, das sich quasi von Jahr zu Jahr neu findet. Junge Musiker, also in den 20ern, international zusammengesetzt. Das ist Teil des Konzeptes und zwar so gezielt international zusammengesetzt, dass auch politische Großkonflikte in diesem Orchester quasi ihre Auflösung in der Musik, in der Kunst finden. Also da ist zum Beispiel in der Vergangenheit sowohl aus Nordkorea als auch Südkorea ein Musiker oder eine Musikerin dabei gewesen. Zwischen Israel und Palästina zum Beispiel ein Musiker, eine Musikerin dabei gewesen. Das ist ein Format, das in Bayreuth beheimatet ist, dort das Osterfestival veranstaltet. Und Professor Ulrich Schubert, den Sie kennen als Stadtrat und als Koryphäe in der Batterieforschung hier vor Ort, ist auch in diesem Bereich sehr aktiv und hat seit Jahren gemeinsam mit Professor Rinner diese jungen Menschen zusammengebracht,
zusammengebracht, die dann nur relativ wenig Zeit haben, miteinander zu proben und trotzdem jedes Mal phänomenale musikalische Qualität aufs Parkett bringen und auch dieses Jahr wieder nach Jena geholt. Das war am Dienstag und das war total beeindruckend. Es waren diesmal ein kleines Ensemble, 13 Musiker, Blechbläser und Schlagzeug und ein sehr, sehr interessantes Programm, das sowohl quasi von der Beheimatung der Komponisten weltweit als auch von den Genres und den Zeiten, in denen sie gelebt haben, einen breiten Gang durch die Weltgeschichte gemacht hat, musikalisch. Das war fantastisch und ein Riesendank hier an Professor Schubert und an die Musikerinnen und Musiker für dieses wunderbare Erlebnis im Volkshaus. Fünftes Thema, Sport. Es hat am 1. Mai, also zwischen den ganzen Terminen in Sachen Maibaumsetzen, hatte ich noch einen Termin im Gelände des USV, in der Turnhalle des USV, ein Tischtennisturnier. Der dritte Firmencup-Tischtennis, wo es darum geht, dass Nicht-Profis von Unternehmen in Zweierteams dorthin geschickt werden, um sich miteinander zu messen. Und das ist richtig groß inzwischen. Also da standen 32 Tische, an denen gespielt wurde, quasi einen halben Tag lang. Sehr beeindruckend. Und da wirklich Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen vom USV, so ein Turnier auf die Beine zu stellen, jetzt zum dritten Mal, strahlt inzwischen auf ganz Ostthüringen ab. Also da waren Sportlerinnen und Sportler aus Weimar da, aus Gera da. Sehr, sehr bunt zusammengesetzt auch. Auch die großen und kleinen Namen aus der Wirtschaft waren vertreten mit den Teams, die dort angetreten waren. Auch die Stadtverwaltung war übrigens dabei. Das war ein tolles Event, war eine Stunde etwa dabei. Dann, wie es bei sowas ja gerne mal ist, dann soll natürlich auch der OB mal kurz den Tischtennisschläger in die Hand nehmen. Da haben wir noch eine kleine Gaudi gemacht. Die hat natürlich keine Chance gegen ganz junge Spieler, die mich da total abgezogen haben. Aber es war ein Riesenspaß. Feines Event, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Mal schauen, ob sich das vielleicht in den Folgejahren von vornherein so planen lässt, dass ich da am 1. Mai irgendwie ein Zeitfenster vielleicht auch dafür habe. Schauen wir mal. Hat mir sehr gefallen. Ja, und dann habe ich noch eine Einladung, einen Veranstaltungshinweis für Sie zum Ende. Heute wird der Frühlingsmarkt eröffnet, heute Abend um 19.30 Uhr auf dem Markt. Und da herzliche Einladung, kommen Sie gerne vorbei. Das wird schon heute Abend mit einem super Programm losgehen und dann natürlich in den folgenden Tagen wie gewohnt Qualität, Kultur, Gastronomie, Spaß, Begegnung auf dem Markt zum Frühlingsmarkt, wie in den vergangenen Jahren auch schon. Herzliche Einladung, 19.30 Uhr heute Abend geht's los. Ja, und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich wünsche Ihnen wie immer ein angenehmes Wochenende, vielleicht in Teilen auf dem Frühlingsmarkt. Und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag hier wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.